Früher habe ich gedacht, wenn jemand zwei Tage, wenn ich gehört habe, vor ein paar Jahren jemand, ja, da ist jemand jetzt, ach, weiß nicht, nach Rom geflogen, habe ich gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Der fliegt jetzt nach Rom, ist einen Tag in Rom und fliegt wieder zurück. Heutzutage ist es ja so, wie wenn ich sage, ich fahre mit dem Auto nach Mülheim. Vom Gefühl, stimmt's nicht? Die sagen die Leute, die sagen, ja, ja, dem Wochenende, da klicken wir jetzt mal dahin und dahin. Also von dem her ist das eigentlich eine relativ unspektakuläre Sache gewesen. Es ist schlecht war, dass sie nicht gut gekickt haben und irgendwie, dass ich es mitkriege. Wie viele Leute heutzutage, also ganz normale Menschen, habe zwei Tage frei und fliege irgendwo hin? Ja, was ist jetzt anders? Ist eine Badhose dabei? Aber in Rom ist auch Badhose dabei, wenn der Hotel ist mit. Also ich meine, ich kann das verstehen, dass es ein sehr ungünstiger Zeitpunkt war. Aber ich will nur damit sagen, das ist natürlich wieder medial eine Geschichte, die dann. Also, es wird so gemacht, als ob der Dennis wirklich ein Verbrecher wäre, weil er das macht, was heute total Usus ist. Wir haben schon Spieler gehabt, die sind zum Friseur nach Paris mit dem Zug.